Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zock sie alle NES-Games, mindestens 10 Minuten und heute ist dran Legend of the Ghost Lion. Keine Ahnung, was mich hier erwartet, das Cover lässt mich ein bisschen Schlimmes befürchten und ich habe auch ziemlich schwer ein Cover gefunden von dem Game, also hei, wenn das kein Griff ins Klo ist. Schauen wir mal. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aha, hier gibt es mal ein bisschen epische Geschichte. Aha, ihre Eltern haben mir die Geschichte von dem weißen Löwen erzählt. Gut, ich spare mir das jetzt mal alles zu übersetzen, Leute. Okay. Ja, das Cover schaut super kitschig aus. Findet ihr nicht auch hier? Die Musik klingt JRPG-mäßig. Die Grafik sieht gar nicht so aus. Die fahren da weg mit dem Boot. Sie sagen, sie kommen gleich wieder und man hat nie wieder von ihnen gehört. Und die Maria, die Mutige, sucht natürlich nach ihren Eltern. Wie könnte es auch anders sein? Ah, ja, ich glück da so ein bisschen durch. Es ist ja ganz schön viel Story hier. Aha! Sieht nicht nur, also hat sich nicht nur nach JRPG angehört. Scheint auch eins zu sein. Okay. A ist Menü. Schauen kann ich auch. Nix. Okay. Das kann ich noch machen. Start ist nix. Interessant. Ich hätte es jetzt auf Start gelegt, das Menü, aber die Typke hat es besser gewusst. Er hat es auf B, auf A gelegt. B ist dafür nix. Okay, interessant. Sprechen wir mit der Tür. Hat nicht funktioniert. Schlüssel. Na bitte, muss ein Genie sein, die Tür aufbekommen. Okay, war ein bisschen Glück auch dabei, dass ich da jetzt nicht rumgejammert habe im Menü. Okay, da baut sich das Level so nach wie nach auf. Das ist wahrscheinlich verschlossen hier. Und meinen Holzschlüssel kann ich wahrscheinlich nicht nochmal verwenden. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann Looky Looky machen. Nichts ist da. Gut. Ist aber nicht viel, wenn nichts da liegt, Leute. Nicht viel ist das. Gut, jetzt müssen wir mal da oben reinschauen und da baut sich dann ein neuer Dungeon auf hier. Ja. Ui, da finde ich eine Truhe. Kann ich natürlich nicht einfach so aufmachen. Muss ich mal Looky Looky machen. Sehr gut. Okay, und jetzt kann ich da gleich weitergehen und hier da die Tür aufsperren damit. Ich bin erstaunt, das Spiel ist ja gar nicht so schlecht. Warum habe ich dazu so ein wenig Infos gefunden? Ja bitte, auch das wäre geschafft. Ein bisschen Angst, wenn man zu den ersten Kämpfen kommt, weil... Aha. Oh oh. Erdbeben. Erinnert mich ein bisschen an Mystic Quest. Ah, da gibt es eine Oberwelt auch noch. Gut, gehen wir weiter auf unsere Reise. Kann ich mit ihm sprechen? Ja?
Aha. Das ist da wieder die Blumen. Da ist nichts. Okay. Ist die Palme, da schaut ein bisschen verdächtig aus. Aha, okay, da bin ich auch schon draußen. Jetzt bin ich in der Ober-Ober-Oberwelt. Gibt's noch eine Ober-Ober-Oberwelt? Die Schwammeln, da schauen wir ein bisschen verdächtig aus. Gibt's da irgendwas? Ah, ich kann durch die Schwammeln durchgehen. Aha, da kann man reingehen. Das scheint mir ein unterirdischer Gang zu sein. Okay. Ein Zombie! Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, als könnte ich mit viel kämpfen. Ich laufe mal weg. Ich habe das Gefühl, da hätte ich jetzt noch nicht reingehen sollen. Ja, das schaut doch einen echt netten Game aus. Wieso kenne ich das nicht? Wo war das wirklich so einen furchtbaren Namen? Der Titel ist ja wirklich unter aller Sau. Legend of the Ghost Lion. Allein wegen dem Cover hätte ich es mir niemals geholt. So, sprechen wir mal mit dem. Super, jetzt weiß ich, dass die Stadt ist. Super. Ist das eine ältere Dame hier? Naja, du setzt schon auf Lichtnahrung und willst sterben, wenn du seit 3 Tagen nichts gegessen hast. Ja, gib dir was, na klar, wenn ich was habe. Ich hab nichts. Please buy someone. Ja, wenn ich wo was kaufen kann, dann kriegst du ein Brötchen von mir, ist klar. Muss ja niemand Hunger leiden hier. Okay, hier kann ich mir ein bisschen Infos zu Quests holen. Wer bist du da oben? Also, ja, finde ich alles ganz gut. Ah, da kann ich reisen, wenn ich möchte, aber ich habe kein Geld, also kann ich auch der Dame nichts fahren. Was ist denn das? Ich kann hier nach Alko fahren. Interessant. Einen kleinen Screenshot für meinen Kumpel Alko machen. Ich kann hier einfach nach Alko fahren. Wohin fährst du auf Urlaub? Nein, Alko. Und gibt's das guten Alk? ihr müsst entschuldigen, ist halt echt schon spät. Und es ist das dritte Let's Play heute, das ich aufnehme. Ich muss ein bisschen voraufnehmen. Für den Urlaub. Im Urlaub kann ich nicht aufnehmen, das geht nicht. Das ist ja kein Urlaub. So, mit ihm rede ich nach und dann will ich zu weiter. Ich möchte noch was erleben hier. Ah, da könnte ich jetzt was kaufen, aber ich habe kein Geld. Das ist natürlich bitter, ich habe kein Geld. Ich kann hier kein Brot kaufen für die alte Dame. Auch wenn ich das gern gemacht hätte. Vielleicht kann ich hier irgendwo noch ein paar Zombies töten. Kommt der Random Kämpfer, wenn ich im Wald rumlaufe vielleicht? Schauen wir mal. Schaut nicht so aus. Doch nichts zu entdecken da. Naja, hätte. Aha. Doch! Doch, Random Kämpfer. Na, fighten wir mal. Mal hier mal Platz hier. Ich hab ihn vermisst, na super. Aha, und jetzt? Wird irgendwie nicht leichter, habe ich das Gefühl. Ja, ich muss einfach fighten hier. Mit der Lampe vielleicht? Hat auch nicht so wirklich funktioniert. Jetzt versuchen wir das mal.
Die Sound ist ja mächtig nervend hier. Und ich habe 8 Rubine bekommen. Das ist aber nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Da ist eine Höhle. Kommen wir mal in die Höhle rein da. Ah, da schaut doch noch eine nette Höhle aus. Ein Dungeon hier zum Erkunden. Ah, da gibt's was. Gibt's da vielleicht Geld? Der alten Dame möchte ich gern was kaufen. So. Look around. Ja, fett Geld bekommen. Gut. Gut so. Ah, Kampf. Ich werde da weg, aber ich laufe weg. Ah, kann ich vielleicht doch noch wegrennen? Schaut schlecht aus. Muss ich doch noch angreifen? Oh, oh. Ich bin irgendwie ein bisschen im Popsch. Das war's wohl für mich. Ah, ich will natürlich niemals aufgeben und immer weitersuchen nach ihren Eltern. Whatever. Gut, das war's für mich mit Legend of the Ghostline. Warum das auch immer so heißt, das ist doch absolut seltsam. Verstehe ich nicht, was man sich da an mit so einem schlechten Cover an Kunden nimmt. Hätte ich mir niemals geholt mit dem Cover. Tja, danke fürs Zuschauen, danke für euren Daumen hoch und haut mal was in die Kommentare, wenn ihr das Spiel kennt. Ich habe gedacht, echt, das ist total der Schrott, aber es ist eigentlich ein cooles Game. Und wenn ihr das kennt und schon gezockt habt, haut mal was in die Kommentare, dazu ein paar Infos, so wie es ihr findet. Würde mich interessieren, ob es da draußen Leute gibt, die auf das Game stehen. Ansonsten, da drüben könnt ihr gleich weiterschauen, unten abonnieren und bis morgen und Daumen hoch und ja, bis morgen. Ciao, ciao.